Liebe Freunde, als ich gebeten wurde, anlässlich der 125. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg ein Theaterstück über die Gründerin der Konferenz zu schreiben, hätte ich nie gedacht, dass mir in Anna von Wieling eine so beeindruckende, inspirierende Persönlichkeit begegnen würde. Aber nicht nur das. Ich konnte auch Einblick in einen äußerst spannenden Teil deutscher Erweckungsgeschichte gewinnen. Wer mit Blut uns erwarb und dann aufstieg zum Thron. Halleluja! Liebe Geschwister, Gott hat Großes getan. Anna von Wieling war wirklich eine Frau mit Vision. Eine Frau voller Hingabe, die mutig und unbeirrbar ihren Weg mit Gott ging. Sie war Pflegemutter zahlreicher Waisen und Sonntagsschullehrerin. Sie war Schriftstellerin, Predigerin, Krankenpflegerin, Dichterin, Übersetzerin und Konferenzgründerin. Getragen von der Vision der Einheit der Christen in Europa, war es Anna von Wieling möglich, die Herausforderungen ihrer Zeit und ihres persönlichen Lebens im Vertrauen auf Gott zu überwinden. Die Konferenzen waren für mich immer der Höhepunkt des Jahres. Gott selbst hat das Wunder der Einheit vollbracht. Christen aus 8 verschiedenen Ländern Europas, aus 11 verschiedenen Denominationen, kamen hier unter dem Greifenstein zusammen. Ich würde mich freuen, wenn die Lebensgeschichte dieser ungewöhnlichen Frau, deren Vermächtnis bis heute in der Evangelischen Allianz spürbar ist, auch in eurer Gemeinde zur Aufführung kommen würde. Alle dazu wichtigen Informationen erhaltet ihr unter mail@gospelartstudio.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Und eine Frau mit Vision, Anna von Wieling, Europa unterm Greifenstein, in eurer Gemeinde zu spielen.